Hallihallo! Willkommen zurück zu Let's Play Ico. Robert sitzt wieder am Pad und ja, letztes Mal haben wir ganz schön gefailt, weil wir ewig nicht auf des Rätsels Lösung gekommen sind. So sieht's nämlich aus. Und auch jetzt haben wir die Lösung noch nicht wirklich sicher, aber wir haben eine letzte große Idee. Wenn die nicht klappt, dann müssen wir uns halt irgendwie die Lösung reinziehen oder so. Ich glaube auch. Und jedenfalls, wir glauben, es ist halt wirklich doch viel einfacher als gedacht. Und deshalb hat Robert sich die Snitch an die Hand genommen und bringt sie zu einer bestimmten Stelle, genau. Nämlich gegenüber der anderen Kiste. Genau, die erste Kiste war ja da, Leute. Und ja, haben uns jetzt vielleicht so mit Asim gedacht, vielleicht kann man ja den Schalter noch anders aktivieren als nur mit Kisten. Und stellt euch vor, es geht. Ja. Und dafür haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Das müsst ihr euch mal vor Augen. Einfach stehen. Wir haben's. Ja, wenn es nämlich ganz lange hier offscreen sozusagen versucht. Und es hat dann geklappt. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Also, es ist, wer soll denn auf so eine Scheiße kommen, haben wir uns gedacht. Geht zurück. ja, aber gut, immerhin. Das ist unfassbar, Leute, ey. Aber ohne Scheiß, ich bin immer noch stark davon der Überzeugung, Asim und ich waren einfach zu schlau dafür. Dieses Rätsel war einfach sowas von dumm. Also wirklich, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Vor allem haben die Schalter auch nicht den Eindruck gemacht, dass man da einfach sich ja jederzeit so normal draufstellen kann. Ich meine, gut, man hätte dann durch ewiges Rausprobieren herausbekommen können, dass die Dinger sich dann nach unten bewegen, aber wir haben es jetzt einfach nur durch ewiges Hin und Her überlegen. Ja. Oh Gott, ey Leute, wenn ich mir überlege, was wir nicht alles gemacht haben, wir sind echt nochmal zurück bis zu diesem Scheißkran gegangen. Bis zu diesem Scheißkran. Und wir haben schon sogar mit dem Gedanken gespielt, noch fast bis zum Anfang zurückzugehen, weil ich dann dachte, ja, pass mal auf, Asim, wir müssen da rüber. Wir müssen da 100 pro rüber, weil von der Architektur her passt das ganz gut und so. Und Alter, boah, Viecher, ich hasse Viecher. Ich muss jetzt, oh, fuck, dabei wollte ich gerade, boah, was für Bitches. Ja, also so langsam treibt uns das Spiel ja in die komplett Aggro-Phase. Ja. Weil es echt teils so Sachen sind, die sind so einfach, dass man schon nicht mehr dran denkt. So, jetzt müssen wir hier die Snitch wieder rausziehen. Wie immer. Wisst ihr was? Komm, fuck it. Genau. Lasst uns in Ruhe, Freunde, wir sind einfach nur glücklich. Ich muss nur noch die Kiste reinstellen. So. Nein, zieh sie weg. Jawohl, jawohl. Wir verlassen einfach diesen blöden Raum. Ja. Unfassbar. So, neues Rätsel. Die Snitch ist safe. Und jetzt kann es weitergehen. Genau. Ah, ich stelle mich schon wieder an wie der erste Mensch. So, als erstes. Hier schön auf die Leiter. Also das ist ja. Oh Gott. Sag jetzt. Oh, ich dachte jetzt schon, für einen kurzen Moment. Dass man hier vielleicht sogar sterben könnte. Aber alles safe. So, jetzt da erstmal schon rauf. Aber es ist halt echt krass, dass das Spiel halt einem absolut nichts erklärt. Einerseits natürlich voll gut, muss man echt mal sagen. Ja. Andererseits halt für, ist, sagen wir es mal so, es sorgt für regelmäßige Frustmomente. Es ist einfach, es gibt zu diesem Spiel kein mitgeliefertes, also wir haben zumindest im Spiel selber kein Tutorial enthalten. Und wir haben uns das Spiel auch downgeloadet, da haben wir auch jetzt nicht unbedingt irgendwas von der Steuerung an sich mitbekommen. Da hätte man sich vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle auch noch ein paar Tipps holen können. Ja, ohne Handbuch halt, ne? Digitale Version, Leute. Ja, und entsprechend ist der Frust an manchen Stellen echt groß. Ja, wir sind halt sehr, sehr blauäugig an die Sache rangegangen. Ja, wir haben uns gedacht, dass die Funktionen, die wir bisher entdeckt haben, auch die einzigen sind, die das Spiel so bietet. So, Freunde. Jetzt will ich doch noch mal wissen,
Wie kommt man da rüber? Ist da oben noch da, was? Da oben kommt man auf jeden Fall. Na, das sieht da oben alles ganz schön leer aus. Also da ist ja auch sonst nichts mehr zu sehen. Nee, und die Kette hier ist ja auch abgeschirmt durch diese vier Stahl. Und schwingen kann man aber nicht, oder? Probier mal. Na, okay, hoch und runter ist schon mal nicht. Nee, links, rechts. Nee. Ja, eins. Okay, cool, ich kann jetzt zuwinken. Das ist doch schon mal. Ah, die kann ja nicht an die Kette. Ach, guck einer an, man kann doch schwingen. Mit Kreis. Ist das bescheuert. Besonders, das dauert ja ewig. Okay, also Zufallstreffer. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, hä? Ach so. Und dann. Musst du vielleicht ein bisschen tiefer und dann hochschwingen? Das kann ich. Mama, ich glaube, das ist vielleicht doch besser, wenn die Kette länger ist, ist natürlich. Ja, komm. Kollege, du brauchst nicht mehr schwingen. Chill. Auch vielleicht nicht so tief, aber. Ja. Na. Hör doch mal auf hier. Mein. Ja, such einfach mal von da zu schwingen. So. Komm. Eieieiei. Das ist die Frage. Ist dann Dreieck springen, ist Kreis. Ist Kreis, genau. Kreis nicht, aber. Ich probiere es einfach mit Dreieck. Ja. Ja, alles geklappt. Optimal. Fantastisch. Och, oh, nö. Komm. Muss doch jetzt nicht sein. Fuck. Ja, ich metze hier erstmal alles nieder. Oh Gott, das ist ja. Das ist ja heftig. So viele waren es, glaube ich, vorher noch nicht. Oh Gott. Pfoten weg. Was machen wir, wenn sie die nach oben schleppen? Das ist eine gute Frage. Alter Vater! Oh, sind das viele? Oh Gott! Da musst du hoch. Ja. Hallo, Ballo. Kriegst du die Tür? Bring die da mal weg. Oh Gott. Oh fuck. Boten weg. Die großen sind die gefährlichsten. Ja, genau da unten. Aua! Oh, fuck. Komm, steh auf, Junge! Komm, da her! Eiko! Komm. Das kannst du ja aber vergessen, Kollege. Ich kriege da. Ich krieg die Krise! Fuck! Komm, schlag sie weg. Och nö, und ich bin natürlich runtergefallen. Wir hoffen. Frage ist natürlich, bringt er die jetzt runter? Runter, ja. Der bringt sie runter. Sehr schön. Das spielt uns ja in die Hände sozusagen. Oh ey. Also echt. Es kommt mir gerade so vor, als ob unser Charakter immer grauer wird. Ja, gerade irgendwie schon. Gerade ist er echt irgendwie mit dem Hintergrund verwischt so ein bisschen. Ah cool, jetzt geht's. Mega asozial. Gehen die Dinger jetzt zu? Ja. Okay. Okay, Lady, pass auf. Du bleibst wieder hier. Oh, Alter. Oh. Ich weiß nicht, ich sag mal, ich finde das mit den Kampfeinlagen jetzt nicht mega schlimm, aber ich finde, man hätte es auch rauslassen können, ohne Scheiß. Es hätte im Spiel nicht viel genommen, wenn es draußen geblieben wäre. Es ist halt kein Prince of Persia oder sowas. Ja, es ist einfach, weil er auch nur diese eine beschissene Schlagkombo beherrscht. Ist es einfach teils mehr ein zusätzlich nerviges Element, um Game Over zu gehen. Komm mal her. Genau. Ah, okay. Zieh! Komm mit. Ja, Blitze! Mach die Scheißtür auf. Donnerblitz! Endlich haben wir ein bisschen Progress, aber ich glaube, Robi, du. Ah, ne, die ist mitgekommen, ausnahmsweise mal. End. Oh, und jetzt aber ein richtig schöner Hinterhof. Sieht echt gut aus. Oh, wow. Kann der. Ich will. Nein. Nein. Keine Experimente. Wir finden nicht heraus, ob wir schwimmen können. Es sei denn, wir finden hier noch so eine schöne Couch. Ja, allerdings. Und ist hier eine? Ich sehe nicht. Fände ich ja sowieso gerade angebracht, so eine Couch. Oh Gott, Spiel, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich fände so eine Couch jetzt ganz gut. Ah. Alter, die Kamera. Manchmal, ich drehe gar nicht an der Kamera,
Na, ich habe vorhin ein bisschen mit der Kamera rumgespielt, als wir noch rumgerätselt haben. Und die Kamera ist besser, als ich dachte. Weil mit der kannst du, du kannst mit dem rechten Stick in Kombination mit dem linken Stick ganz verrückte Kameraperspektiven schaffen, aber kannst dich dadurch richtig gut umschauen. Wow, sieht auch richtig gut gemacht aus. Also ich lasse die jetzt mal hier. Ich habe nämlich so eine Ahnung, dass ich mich vielleicht in so in diesem Windmühlenrad festhalten könnte. Obwohl, das sieht mir sehr, sehr gut aus. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß! Er kann schwimmen, er kann schwimmen! Zumindest für eine gewisse Zeit anscheinend. Okay, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Nee, ich irgendwo anders mitgehen. Ich würde da auch hochgehen nochmal. Das sieht ja auch so, so monumental aus. Als ob es wichtig wäre. Aber was könnte man da jetzt machen? Also da darüber kann man. Nee. Dreh dich nochmal um. Ist irgendwas gibt? Nee. Nee. Aber tauchen kann der gut? Kannst du es ja mal versuchen. Ich meine, ich weiß halt nicht, wie lange der im Wasser aushält. Das sieht nicht so aus, als ob er wirklich gut schwimmen kann. Ja, das sieht einfach nur mega beschissen aus, als ob der halt verreckt. Ja, deswegen. Und ich habe jetzt echt keinen Bock zu verrecken. Das wäre halt endscheiße. Also irgendwo müssen wir hier hochklettern. Ja, ich glaube schon. Warte. Hier rechts entweder, aber da kommst du nicht hoch, haben wir gerade gesehen. Guck mal, da rechts. Siehst du da hinten den Vorsprung? Genau, da rechts jetzt. Ah, der, ja. Genau. Ja, naja, voll ja. Guck mal hier an. Geht nee, ja besser der kam mir gerade ein bisschen verdächtig vor, auf jeden Fall. Ach cool. Und noch höher. Und dann einfach immer höher jetzt. Genau. Ah, okay, das fand ich jetzt schon wieder leichter zu sehen als alles vorher. Als diese blöde Schalter-Scheiß-Rätsel. Und jetzt irgendwo. Kommst du hier hochgeklettert? Nochmal? Nee, dann muss, jetzt musst du dich erkunden. Ja, oder? Hab ich dich da? Nee. Das ist irgendwo höher. Noch höher. Warte. Kamera nochmal ein bisschen links gehen. Ich meine mit dem Charakter. So, jetzt. Nochmal eine andere Kamera. Keine Ahnung. Nee, hier waren wir ja. Einfach nochmal besser einen Blick auf die Mühle zu kriegen. Also, es sieht fast so aus, als ob man nach oben weiter kann, aber es hält gerade nicht. Nee, gerade nicht. Was ist denn passiert? Jürgen, ja, ganz ruhig. Chill. Und kamst du von. Nee, warte mal, hier kannst du runter, ne? Ja, deswegen. Geh wieder runter. Ist halt nur die Frage, was mir das bringt. Noch einmal? Nee, scheint nicht. Nee. Oh. Und die kann sich noch irgendwo an der Seite noch wegmachen. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch mal um die Ecke kann oder? Nee. Hm. Aber die Mühle. Es sieht so derbe danach aus, dass man da ran kann, aber. Ich wüsste halt jetzt gerade nicht, wie genau, weißt du? Ja. Nochmal rum? Ja, ich gehe nochmal rum. Vielleicht komme ich ja hier an jene Seite oder so. Nochmal auf, ja. Geht's wohl nicht. Kannst du dich hier rechts an dem Tor? Also ich glaube, ich muss da irgendwie nach oben. Irgendwie muss man auf diese Mühle. Ah. So, ich würde es jetzt einfach mal probieren. Ich wäre auch auf die Gefahr hin zu sterben. Ich weiß gerade nicht, was ich sonst machen soll, wisst ihr? Ja. Lass mal gucken. Hier rechts kannst du runter. Ja, ich denke gerade sowieso nach, wenn ich springe, ob ich vielleicht gar nicht weit genug falle und ins Wasser falle. Ja, so. Wenn einfach drauf zuspringen wird. Na, guck einer an. Lol, Kollege, was tust du?
Der lässt dann los, hä? Nee, ich hab glaube ich zu auf Dreieck gedrückt. Ich wollte eigentlich, dass er mit diesem Dreieck hochklettert da. Genau, aber er springt dann halt nach hinten weg, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann kann ich halt nachher springen, geh da hoch. Wenn er halt oben ist, dann mit Dreieck halt einfach auf diese Plattform springen lassen. Einfach nur mega glücklich, dass der ins Wasser gefallen ist. Aber hallo. Oh Gott, ey, dieses Spiel ist echt ganz schön knackig, was das angeht. Also bei Shadow of the Colossus geht's ja alles nochmal ein bisschen anders. Das werdet ihr dann im Let's Play dann noch sehen. So, YOLO! YOLO Swag! Er hat's geschafft. Genau. Möglichst weit nach oben. Das ist richtig. Du hast recht. Jawohl. Und dann abspringen. Go, go! Yeah! Like a boss. Okay. Cool. Das haben wir echt nicht übel gemacht. Ach, guck an, eine Couch. Jetzt aber müssen wir die hochbekommen. Ja. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie das gehen soll. Da findet sich schon was. Und hier ist eine Tür, die sie aufmacht. Ah, da habe ich unten den Schalter gesehen. Ist der Schalter? Da. Ziehen, Kollege. Jawoll. Und da fällt die Brücke aus. Wunderbar. Als wäre es geplant. Oh. Ach nee. Na, die kann bestimmt, kann ich ihr helfen. Wenn ich rüberspringe. Denkst du, über die kleinen entfernen? Ja, okay, doch. Es geht. Wo ist die denn? Da hinten. Oh Mann, ey. Komm, Sani dackelt. Nur wegschlagen, das Kind. Na komm. Ja, jetzt springt sie wieder 1,50 Meter weit. Und wir müssen den Rest machen. Komm, dass der... Außen... Guck mal, dass der da nicht runterfällt, ey. Aber sonst, die sieht ja aus, als ob sie noch mal ein bisschen mehr wiegen würde als er. Ja. Wer weiß, am Ende muss er hier noch Komplimente machen. Ach, du bist leicht wie eine Feder. Ja, genau. Guck mal, die ist alleine viel schneller, als wenn man ihr hilft. Rosa, komm. Rufe sie. Er rufe sie. Los, rufe. Wozu? Ja, jetzt. Die kommt da alleine. Doch, kommt sie alleine. Die ist ja groß. Komm jetzt her, Mädchen. Erstmal zur Couch. Komm. Nee, die bleibt jetzt unten stehen. Hallo, nee, komm mit. Ach, wunderbar. Alter, wenn ich jetzt. Das war. Alter, ohne Scheiß, wenn ich jetzt gestorben wäre. Da wäre echt. Da hätte man echt den Controller an die Wand geflaggt. Ja, Speicher. Speicher. Setz dich! Also mittlerweile sind wir echt dankbar für jeden einzelnen Checkpoint, den wir erreichen. Aber hallo. Ihr seht ja auch schon, ne? Also wir haben halt eine Weile probiert. Wir sind jetzt im, ich glaube, vierten Part, aber wir sind halt schon bei. 3 Stunden und pff, schlag mich tot. Warte, das wird ja gleich angezeigt, denke ich mal. 3 Stunden 12. Also es sind eigentlich schon 7 Parts. Und alleine durch das viele Rumprobieren halt. Komm her. So, und jetzt brauchen wir die blöde Tante, um diese scheiß Statuen zu bewegen. Mann. Genau. Kann die uns nicht einfach ihre Sith-Kräfte verleihen, so wie der Emperor Darth Vader oder so? Okay, auf geht's. Ja, schließlich hier noch so 10 Minuten haben wir noch. Ja, schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Was haben wir hier? Und eine Tür. Können wir natürlich wieder mal nicht öffnen. Okay, dann würde ich mal sagen, kletter! Hallo? Klettern. Na? Hallo? Ich glaube, du bist dahinter, genau jetzt. Hä? Ist der ein bisschen behindert? Hä? Warte mal. War ich hier hoch? Nee. Was ist das? Versuch's nochmal in der Tür. Ja, ich probiere nochmal. Mit der alten? Vielleicht kann sie wieder mit ihrem Blitzen irgendwas reißen.
Macht so nisch. Ist ein Schatten. Oh, ja, genau, Alter. Okay. Gucken wir doch mal. Der klettert nonstop nach oben, ne? Ich hab nur einmal nach oben gerückt. Oh, das ist doch ein Witz. Das muss jetzt nicht sein. Ja, genau. Kaum ist man oben, weißt du? Lass mal los, dann. Mit X, ne? Ja. Ja. Alter, nein. Na, die ist draußen auch. Komm, steh auf, Jung. Also ich kann's gerade nur begrüßen, dass Robert diese ganzen Fight-Parts mit diesen räudigen Schattenviechern bekommt. Die sind echt nicht schön, Leute. Es ist halt Button-Mashing vom Feinsten. Einfach nur immer wieder auf den Viereck-Knopf drücken. Da kommt ein großer. Ja. Komm her. Weil Alko auch einfach nur diese eine dreckige Combo besitzt. Doch. Ja, mindestens ist es eingängig, ne? Also. Ja, also da müsst ihr auf jeden Fall nicht viel können. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass die Süße hier nicht erwischt wird. Pfoten weg, Jung! So, jetzt müsste es aber vorbei sein. Gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Okay. Toll, und jetzt darf ich mich wieder hier rumquälen, da an die. Gut. Oh, first try. Nein, Alter. Da kommt noch ein. Ist doch noch eins gewesen, habe ich gerade gesehen. Hier hinter ist es. Da ist es. Boden weg. So. Haben wir es jetzt? Nee, hier unten. Oh, das ist absolut nicht gut. Die Musik ist noch. Ja, ja. Ich glaube, das ist oben. Mhm. Nee, da kommt. Komm. Eiko! Oh, so ein Affe, ne? Ah, jetzt ist es weg. Ja, jetzt ist er weg. Oh. Das Spiel will einen schon mal ein bisschen trollen. Trollalalalalala, trollalala. Das kann's auf jeden Fall, ey. Okay. Hier müssen wir sie irgendwie hochkriegen. Ja, ja. Das sieht doch so einladend aus. Ah. Ich habe Angst, da reinzuspringen, wenn ich ehrlich bin. Schau dich mal hier um. Ja. Okay, das ist alles zu hier. Da ist Wasser und Kanalisation. Aber da ist auch zu. Also ich denke, das ist eine offene, da müssen wir rein. Ja, ja. Kann ich hier die Tür? Nee. Ich glaube, das wird wieder irgendein Schalter sein, den du umhebelst. Du Schalter. Weißt du, was jetzt richtig fies wäre, wenn sie jetzt drauf gehen würde? Also wisst ihr, wenn sie. Ist das das? Sieht da das? Ah, du musst einfach. Warte mal. Mach das die andere Tür auf. Na, dann komm. Komm her. Schön. Oh, ja, ein bisschen Tempo, Mädchen. Ich wollte gerade sagen, noch langsamer. Und jetzt musst du die, glaube ich, auf der Plattform abstellen, auf der anderen. Komm. Auf der anderen. Ich kann sie auch da. So, komm her. Komm her, Bitch. Und zwar? Genau, da erstmal raus. Dann hier, denke ich mal. Ja. Für das Rad drehen. Kannst du dagegen schlagen? Also er kann auf jeden Fall das Rohrkonter hochlaufen. Ist ja auch schon mal viel wert. Ah. Da hätte ich bestimmt auch wieder ewig gesessen. Der ist so nach dem Motto, oh ey, es geht doch hier nicht weiter. Das ist keine. Wie ein junger Profi. Wie ein junger Gott. Like a God. Okay. Hoch. Andere Seite? Nee, andere Seite ist ja nur. Nee, ich glaube, du musst die da anders nochmal rausbekommen.
Weil ich wüsste jetzt noch nicht, wie sich hier das Rohr hoch soll, wisst ihr? Ja. Klettern kann sie nicht, ne? Nee. Sie kaputt machen? Nee. Aber dann muss ich doch dieses Rolle Rad drehen können. Ehrlich. Du meinst ein bisschen Wasser ablassen? Genau. Irgendwie sowas. Das geht also, halt nicht. Ich ja, ja. Weiter gucken. Hier ist Nick. Da komme ich nicht zurück. Also du kannst halt von oben dann wieder rein. Ja. Ich geh einfach nochmal hoch. Na komm, Kollege. Geh mal hoch. Ich wüsste jetzt noch nicht, was es bringen sollte, das Rad zu drehen. Ja, ich meine, sie kann ja bestimmt auch nicht schwimmen oder so. Ja, eben. Kann ich hier durchs Rohr durch? Ganz hinterm Rohr. Ist der hier? Mhm. Dahinter ist aber auch nicht. Ja. Okay. Kannst du hier auf dem Rohr oben langlaufen? Das ist da ist okay. Okay. Komisch. Dann nochmal zurück auf die grünen Flecken. Ja. Hätte ich vor mit. Mit einem. Schön! Ja, so wie das. Weißt du, versucht man so zu timen, dass man sich denkt, ja gut, so auf die 10. Sekunde, damit du auch volle Sprungpower kriegst. Ja, nicht. So! Okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht so bekomme, aber ich glaube, das war auch gerade einfach schlecht abgesprungen. Vielleicht musst du dich auch hier einfach von dem Rohr dann so wegdrücken. Das kann. Weil, das scheint mir sinnlos. Lol. Nee, ich glaube, du musst da. Ja, jetzt läuft's doch. Ah, hier links irgendwas. Ach, guck einer an. Ah. Kann ich rein? Ja. Ja, und die wird da wieder weggeholt, oder was? Nee, irgendwo anders muss sie. Das sind nur Balkon. Hier links ein Schalter geht nicht. Okay. Okay. Aha. Ach, guck einer an. Kisten. Aber bring grad. Warte. Geh mal nochmal hier weg. Links. Darf ich hier hoch? Ja. Vielleicht wenn wir hier noch ein. Guck mal, was ist hier hinter? Hier hoch? Nee, da nicht. Warte. Rückweg? Jemand da kam, ne, kam man nur. Von da, warte. Geh nochmal rum. Die ist rechts rum. Genau. Okay. Da glaube ich finden wir eher, aber vielleicht hier nochmal in das rechte. Das erste Mal ist ja. Kann nie wissen. Nein. Wie viele gibt's hier? Zwei nur, oder? Ja, ja, es sind zwei bei Krone gewesen. Okay. Zweite. Dritten gibt's halt nicht. Gibt's nicht. Und auf der gegenüberliegenden. Da unten. Wie hat's denn das gemacht? Ich weiß es nicht, aber. Und was nun? Ich glaube, da musst du. Lol, und was? Ja, da war gerade totaler Bug. Oder, ne, so ein Grafik. Ja, ja. Fehler. Warte mal. Ich hab. Nee. Ich glaube, du musst hier hinten vielleicht irgendwo hochklettern. Und wie kann ich ihr. Okay, das wäre vielleicht ein bisschen imbar, aber. Also, Schatz. She tried. She tried hard. Aber ich glaube halt, vielleicht kann ich jetzt das Wasser. Kann sie vielleicht auch irgendwie schwimmen. Stimmt. Ja, also jetzt vorher wäre sie ja trunken in dem Ding. Nee, kann ich nicht schauen. Und oben. Vielleicht gibt es oben noch was. Aber. Hey. Naja, Halleluja. Schau dich hier nochmal nach hinten um. Was? Weg, rechts. Ja, ja.
Und dann hier vielleicht irgendwann eine Seite hochklicken. Und hier. Ich hätte ja gesagt, so irgendwie und dann halt. Hier. Oh, aber es geht halt. Auch wenn das so nach vorne so aussieht, ne? Ja. Aua. Ja, so was denke ich mal, wird es mit dem Balkon da zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, wie es geschafft hat, da hinzukommen. Jetzt mach das hier. Wow, voller Mysterien. Total. Naja. Meine. Also es ist ein Spiel, wo man oft lang überlegen muss. Aber es ist noch irgendwie cool. Allerdings. So Leute, und ich würde mal sagen, wir beenden den Part hier. Ja, und bis dann. Macht's gut. Haut da rein und ciao, ciao.